shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zettel, und ich habe brandneue Informationen für euch, denn Rockstar hat soeben bekannt gegeben, dass es jetzt bald ein neues DLC geben wird mit dem Namen Bikers. Also was dieses Biker-DLC beinhaltet, kann man alles natürlich auf der Social Club-Seite nachlesen. Ich habe den Link unten in der Videobeschreibung für die Leute, die sich selber gerne nochmal durchlesen möchten. Die, wo sich es nicht gern durchlesen, die, für die habe ich das Video mal gemacht, um euch zu erzählen, was darüber genau berichtet wird. Und zwar, Rockstar hat geschrieben, dass es bald eine neue große Erweiterung in GTA Online gibt. Wann das sein wird, das hat Rockstar nicht geschrieben. Also es kann theoretisch morgen sein, es kann theoretisch nächsten Dienstag sein oder vielleicht auch erst in einem Monat. Keine Ahnung, darüber hat Rockstar bisher noch nichts berichtet. Aber erfahrungsgemäß wird es wahrscheinlich nicht morgen kommen, sonst hätten sie es wahrscheinlich anders angekündigt. Ich denke mal nächste Woche Dienstag. Rockstar schreibt auch weiter, dass es dann bis zu 8 Spielern gibt, so eine Organisation, die vergleichbar mit dem VIP und der CEO-Organisation ist. Also dass es halt einen Clubchef gibt, der dann die anderen Mitglieder wahrscheinlich in jeder Lobby dann neu rekrutieren kann. Dass es nicht sowas ist wie eine Crew, wo einfach fest 8 Leute mit in einer Crew sind oder in so einer Biker-Organisation, sondern dass es halt wahrscheinlich so wie VIP sein wird. Dann gibt es noch zusätzlich ganz, ganz, ganz viele neue Motorräder. Dann gibt es eine eigene Motorrad-Tuning-Werkstatt, worauf ich mich richtig freuen werde. Ich weiß zwar noch nicht genau, was für Motorräder und wie man die ganze Motorräder-Sachen tunen kann, aber von den Bildern her sieht es jetzt schon richtig geil und bunt aus. Finde ich richtig geil, wie sie es gemacht haben. Dann gibt es natürlich die Motorrad-Clubhäuser. Dann schreibt Rockstar Räumlichkeiten für zwielichtige Geschäfte. Ich denke mal einfach so ein Lagerhaus oder sowas in der Art, wo man vielleicht irgendwas herstellt. Ich blende euch jetzt gerade mal ein Bild ein, wo ich denke, dass es wahrscheinlich diese Räumlichkeiten sind. Dann gibt es natürlich zusätzlich noch viele Fahrzeuge, neue Waffen, Outfits, Tattoos und weitere Futures, ja, für die komplette Erweiterung im GTA Online Modus. Also ich glaube, das wird halt einfach so ablaufen wie die VIPs, dass da einfach neue Geschäfte, Geschäftsmöglichkeiten gibt im Online-Modus, im freien Modus, wo man dann halt mit seinen Crew oder Bikes, Biker-Crew dann hinfahren kann und dann die Geschäfte abschließen kann. Es werden halt wahrscheinlich so Online-Missionen sein im freien Modus. Zusätzlich schreibt Rockstars auch noch, dass es viele Aufstiegsmöglichkeiten gibt, aber das hat ja Rockstars in der Vergangenheit schon öfters angepriesen bei den vorherigen DLCs, dass man große Aufstiegsmöglichkeiten hat, und im Endeffekt war es einfach so, dass der, wo Geld hat, der hat sich einfach alles gekauft. Und die, wo kein Geld hatten, die haben dann irgendwie Leibwächter hingespielt und haben halt dann die Leute im freien Modus abgemetzelt. Ich denke, so spektakulär wird das Ganze gar nicht. Ich denke mal einfach nur eine Konkurrenz zu dem VIP und CEO. Aber was genau alles kommen wird, das müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ich denke mal, also nur meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich am Freitag ein Trailer oder irgendwas anderes Größeres rauskommt, wo einfach genauere Informationen kommen, wo ich dann euch berichten werde. Theoretisch kann es auch früher kommen, dann werde ich euch sofort auf dem Laufenden halten. Aber ich denke, dass es nächste Woche Dienstag kommt. Wenn es natürlich morgen kommt, wäre es natürlich auch geil. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen, einfach mal wieder was Neues in GTA Online zu haben. Aber viel mehr Informationen habe ich noch nicht. Wie gesagt, der Link zum selber alles nochmal nachlesen ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.